إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Freitagspredigt meist so begonnen, dass er zunächst den allmächtigen Gott Allah subhanahu wa ta'ala lobte und dann einige Verse aus dem Koran rezitierte, die uns zur Gottesfurcht ermahnen sollen. Danach erwähnte er, dass die beste Rechtleitung die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass das übelste aller und dass das wahrste Wort das Wort Allahs ist. Und dass die beste Rechtleitung die Rechtleitung von Propheten Muhammad s.a.w. ist, weil seine Rechtleitung ein Wahi, eine Offenbarung vom allmächtigen Gott Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann erwähnt er, dass das Übelste aller Dinge die Erfindungen der Religion sind, denn jede Erfindung in der Religion ist eine Erneuerung in der Religion und jede Erneuerung in der Religion ist eine Irreführung, denn diese Religion ist perfekt. Das heißt, wir brauchen nichts Neues, alles Neue bringt uns nur vom Weg weg. Und jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Muhammadun Rasulullah wal-ladhina ma'hu ash-shida'u al-kuffar ruhama'u bainahum. Allah sagt im Koran, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und diejenigen, die bei ihm sind, das heißt seine Gefährten, die sind heftig zu den Kuffar, streng zu den Kuffar, nur Ruhama, barmherzig untereinander. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, sagt er, Khairu nasi karni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die erfolgen, dann die erfolgen. Das heißt, wenn wir die Eigenschaften haben von den Besten, wenn wir die Eigenschaften haben wollen von den Besten dieser Umma, müssen wir zurückkehren und uns die Eigenschaften dieser Menschen anschauen, von den Sahabern, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass dies die beste Generation ist. Und Allah sagt über diese Menschen im Koran, wie ich gerade erwähnt habe, dass sie streng sind bezüglich des Kuffers und barmherzig untereinander. Die Frage ist, haben wir diese Eigenschaften? Haben wir diese Barmherzigkeit untereinander, dass wir unsere Brüder sehen und dass wir versuchen, barmherzig untereinander zu sein? Natürlich wird mich vielleicht jemand fragen oder wird vielleicht die Frage aufkommen, was ist, wenn wir Brüder von uns sehen, die Fehler begehen? Was ist dann? Wie müssen wir da reagieren? Denn wir wissen auch selber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und zu hart reagiert hat, wenn er Fehler gesehen hat in der Umma. Und wenn wir sehen, dass Leute im Namen des Islam die Religion verdrehen und die Religion verändern, sollen wir dann sagen, ja, MashaAllah, hast du schön gemacht.
Nein, natürlich nicht, sondern wir müssen ein wahres Wort sagen, so wie Allah, so wie ich eben erwähnt habe in dem Hadith, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aber die Grundlage, die wir untereinander haben sollten, ist erstmal diese Barmherzigkeit. Und dass wir nicht versuchen, jemanden sofort zu verurteilen für irgendetwas, was er tut. Weil du siehst oft, dass jemand vielleicht einen Fehler macht, ja, und wir verurteilen ihn vielleicht und bringen ihn dadurch nur noch weiter weg von unserer Gemeinschaft. Bringen ihn dadurch nur noch weiter weg vom Islam. Weil wen hat er sonst, gerade hier in diesem Land, ja, schau dir an, wie viele Jugendliche nicht zur Moschee kommen. Weil die denken, sie kommen zur Moschee und dann werden sie angemotzt. Ich habe das einmal, subhanallah, ich war zu Besuch in einer Moschee gewesen, habe da einen Vortrag gehalten. Und da kam dann zu dem Vortrag, den ich gemacht habe, da kam ein Jugendlicher und der sah so aus, als wenn er nicht so oft in die Moschee kommt. Ja? Allahu alam. Aber von der Erfahrung her. Und dann hat er irgendwie das Papier in der Toilette da irgendwie zu viel benutzt. Und da kam dann schon direkt jemand da vom Moscheevorstand und fing an, ihn anzumotzen. Hey, was machst du hier? Und ist mit der Zigarette in der Hand. Auch noch. Unten im Dings. So, das heißt, guck mal, dieser Mensch, der kommt hier hin. Und überall sind sie Ruhama, barmherzig zu ihm, sozusagen. Wenn er irgendwo in die Disco kommen will, dann sagen seine Freunde alle, gut, dass du dabei bist. Wenn er in der Schule ist. Und steht nicht zum Islam, alle finden es gut. Alle sind zufrieden mit ihm. Und dann denkt er, ja, was will ich hier hinkommen? Dann sind alle böse am Gucken. Ja, guck mal, der. Wer weiß, was der überhaupt im Schilde führt. Wer weiß, wo der überhaupt herkommt. Wer weiß, was der im Schilde führt. Ich weiß gut, wie ich am Anfang zum Islam gekommen bin. Weißt du, dann kommst du in die Moschee rein, alle reden. Und dann habe ich nachher erfahren, haben sie erzählt, oh, das ist bestimmt ein Spion. Vom Geheimdienst. Ja, immer diese Su'udhan, weißt du, diese üblen Verdächtigungen. Ja, nur, ich meine, mir hat das nichts ausgemacht. Aber es kann gut sein, dass jemand in die Moschee kommt und er wird so behandelt, dann hat er gar keine Lust mehr. Weil die laden den überall ein. Hier, geh mal auf die Straße, geh mal raus. Überall wirst du eingeladen. Hier, Spielhalle, Disco und das komplette Programm. Das heißt, wir müssen als allererstes uns freuen, wenn wir ein neues Gesicht in der Moschee sehen. Und deswegen gebe ich jedem hier eine Hausaufgabe, bis zur nächsten Woche Freitag. Jeder soll zum Jumu'ah-Gebet ein neues Gesicht mitbringen. Einen neuen Bruder. Sag zu ihm, hier ist Khutbah auf Deutsch, da kannst du was verstehen, komm mal vorbei. Weil so kriegen wir dann die Moschee voll. Damit wir da demnächst inshallah in Mönchengladbach so eine Moschee bauen können, wie die Hassan Thani Moschee in Casablanca, inshallah. Riesengroß. Oder? Warum nicht? Inshallah. Jedenfalls, das ist die erste Sache. Dann sagt Allah auch in einem anderen Vers, was uns wieder zeigt, dass wir die Liebe zueinander haben müssen. Also da redet er über die Ansar und die Muhajirun, die sind ja dahin ausgewandert. Das ist Surat al-Hashr. وَالَّذِينَ تَبَوَّوا دَارُ وَالْإِمَانِ مِنْ قَبْلِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Das heißt, die das Haus des Iman vorher besetzt haben, das heißt, die in Medina gewesen sind, die lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Das zeigt schon wieder die Liebe, die Sahaba, die Gefährten untereinander hatten, dass sie diese Menschen geliebt haben. Und die Liebe im Islam muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Nicht mit Allah, nicht einfach so, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fragst du dich natürlich, okay, wie bekommt man diese Liebe? Ja, das ist dann die Frage, wie bekommt man diese Liebe? Diese Liebe bekommt man als erstes, wenn man sich der Wichtigkeit der Angelegenheit bewusst ist. Das ist in allen Sachen, die mit Islam zu tun haben, ist es so. Du musst dir bewusst sein, wie wichtig die Angelegenheit ist. Genau wie mit der Dauerarbeit, da kommen wir nachher inshallah zu. Ja? Warum sind die meisten hier seit 30, 40 Jahren in der Vollnarkose am Liegen? Weil sie sich der Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht bewusst sind. Warum gibt es so viele Muslime, die Religion nicht praktizieren? Weil sie sich der Wichtigkeit dieser Sache nicht bewusst sind. Warum gibt es so viele Frauen, die keinen Hijab tragen? Weil sie sich der Wichtigkeit dieser Angelegenheit, weil sie nicht wissen, wie wichtig diese Angelegenheit ist. Warum? Deswegen müssen wir wissen, wie wichtig diese Sache ist und wie kriegen wir heraus, wie wichtig die Sache ist, indem wir uns anschauen, was der Prophet Muhammad SAW gesagt hat.
und was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Wir haben eben schon gesagt, was ist wichtig? Dass wir die Eigenschaften von der besten Generation haben, über die Allah sagt, dass sie sich gegenseitig lieben. Über die Allah sagt, dass sie untereinander Barmherzigkeit haben. Und dann schauen wir uns an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. In einem Hadith Sahih sagt er, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا على أدلك على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Das heißt, ihr werdet nicht eher das Paradies betreten, bis ihr glaubt. Und jetzt schau mal. Und ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Soll ich euch nicht etwas zeigen, wenn ihr dies tut, werdet ihr euch gegenseitig lieben? Das heißt, wir wissen jetzt schon, wie wichtig es ist. Aber jetzt bringt der Prophet auch noch die Methode, wie wir das reinkriegen in die Umma. Afshus salama bainakum. Verbreitet den Frieden, und hier ist auch der Friedensgruß mit gemeint, unter euch. Das heißt, weil hier fängt es schon an, dass wir kleine Sachen von der Religion vernachlässigen. Schaut ihr mal heute an, wie viele Muslime, wie begrüßen die sich? Marhaban, wie geht's? Hi, ciao, alles klar. Güle, güle, okay, das sagt er, wenn er rausgeht, wenn er da bleibt. Jedenfalls auf diese Art und Weise, ja. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht sagen darf, ja. Nicht, dass jetzt wieder jemand falsch versteht. Aber ich meine, worauf wir Wert legen müssen, ist auf den Gruß, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch sein. Darauf müssen wir Wert legen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, ey, ulis salami khair, welcher Islam ist gut? Da sagte der Prophet, tut'imu ta'am, wa taqru salam ala man araf, wa man lam ta'arif. Dann, dass du die Essen ausgibst und dass du denjenigen grüßt, den du kennst und den du nicht kennst. Das ist natürlich von den Muslimen. Assalamu alaikum. Wenn sich das alleine schon wieder bei uns festigt, aber ist es nicht so, wie viele sagen Salam Aleikum, du grüßt dich, hi, ciao, wie geht's, alles klar. Ja, aber dieser Gruß von Islam, und was ist damit, was sagt der Prophet? Jemand kommt zu ihm und sagt, Assalamu Aleikum, er gibt ihm den Salam zurück und sagt, Ashra, 10, Hasanat. Kommt jemand und sagt, Assalamu Aleikum, Rahmatullah, er sagt, Ishrun, 20, Hasanat. Und jemand kommt und sagt, Assalamu Aleikum, Rahmatullah, Barakatuh. Sagt 30 Hasanat. Gute Tat, guck mal, Alhamdulillah. Wir wollen am jüngsten Tag die Waage dick haben, die Waage richtig voll haben, ja. Wir wissen das. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فَعِيشَتِ رَادِيَ. Ja, wem seine Waagschale voll sein wird, der wird in einem frohen, zufriedenen Leben sein. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّ هَاوِيَ. Und wessen Waagschalen leicht sind, was mit dem? Seine Mutter wird die Hawiya sein. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Und was weiß, was das ist? نَارٌ حَامِيَ. Ein kochendes Feuer. Brennendes Feuer. Subhanallah. Das heißt hier, das sind Methoden, mit denen wir erstmal die Liebe zu uns kriegen, indem wir uns identifizieren mit dem Islam. Guck mal, geht es euch nicht auch so, mir persönlich, wenn man irgendwo hinfährt, wo man keinen kennt, ja? Du fährst jetzt zum Beispiel, machst eine Reise nach Ostdeutschland. Ja? Nach Sachsen oder irgendwo hin. Und dann siehst du auf einmal Brüder auf der Straße. Ja? Die so rumlaufen mit, dass du direkt siehst, das sind Muslime und der sagt zu dir, Assalamu alaikum. Freust du dich da nicht sofort? Da denkst du, Alhamdulillah, der Islam ist auch hier angekommen. Gerade hier in Europa ist das sehr stark vertreten. Immer wenn du jemanden siehst, wo du bemerkst, dass der Islam praktiziert, du freust dich innerlich. Da siehst du, sag, Mashallah, Alhamdulillah. Genau wenn du Frauen siehst, ja, mit Hijab. Alhamdulillah, wie ich in Berlin gewesen bin, überall Frauen mit Kopftuch. Du denkst, Alhamdulillah, guck mal, wie hier der Islam vorhanden ist. Das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt, dass jede Frau mit Hijab den Islam auch richtig praktiziert oder jeder Mann mit Bart, aber trotz alledem, man freut sich einfach über diese Zeichen. Guck mal, da ist jemand, der meiner Religion auch folgt, Alhamdulillah. Ja, das ist die Sache. Dann natürlich, das war erstmal diese Sache, wie man eine Methode, wie man diese Liebe untereinander bekommt, ja, dann was ich jedem empfehlen kann, da werde ich auch nachher nochmal drauf zukommen, dass wir versuchen, uns hier so oft wie möglich zu treffen. Ja, ihr seht selber, welche Aktivitäten es hier gibt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen.
Deswegen guckt euch mal an, Alhamdulillah, wie viele Jugendliche hier heute sind. Jetzt schaut euch mal andere Moscheen an, die vielleicht viel größer sind, die vielleicht viel mehr Mitglieder haben. Aber schaut euch mal an, was da ist. Sehr wenig meistens. Und wenn, dann kommen die Jugendlichen mit, weil die Eltern sie mitgeschleppt haben. Aber hier, Alhamdulillah, kann man echt eine Entwicklung sehen, die mich so sehr freut. Und Alhamdulillah, jetzt ist die Moschee schon wieder ein bisschen größer geworden. Und ich sage dir, es wird immer größer, nur jeder soll einen mitbringen. Jeder soll einen mitbringen, mit dir hinbringen. Dann werdet ihr sehen, wie sich dieser Islam verbreitet. Ja? Dann, welchen Nutzen haben wir noch, wenn diese Liebe untereinander unter uns ist? Wir haben schon gesagt, dass wir die Eigenschaften der Sahaba haben. Dass es eine Bedingung ist für den vollständigen Iman, sich gegenseitig zu lieben. Und der Prophet s.a.w. sagt auch, dass die stärkste Verbindung mit dem Iman das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann die nächste Sache, die sehr wichtig ist, es gibt direkte Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt in einem heiligen Hadith, dass er am jüngsten Tag sagt, Einal mutahabuna fi jalali. Wo sind diejenigen, die sich für meine Majestät geliebt haben? Heute werden sie meinen Schatten bekommen, an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer meinen Schatten. Was heißt Schatten von Allah? Heißt das jetzt, Allah hat einen Schatten in dem Sinne? Nein, wir wissen etwas, was zu Allah beschrieben wird, genau wie das Haus. Zum Beispiel die Kaaba ist Baytullah, ja, das Haus Allah. Das heißt aber nicht, dass Allah darin wohnt. Das ist ein Schatten, der halt von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen ist. Heißt nicht, dass die Sonne jetzt über Allah ist und dann kommt der Schatten. Ja? Nur nicht, dass einer falsch versteht. Ja, weil Allah ist unvorstellbar über unsere Vorstellungskraft. Dann die nächste Sache, die nächste Punkt. Dann sagt er noch, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutahabuna fi jalali lahuma nabiru min nurin yagbituhum bihi al-Nabiyuna wa shuhada. Die Leute, die sich gegen für meine Majestät lieben, die werden am jüngsten Tag, also Manabir, wie eine Minbar, aus Licht bekommen und sogar die Nabi, die Propheten und die Shuhada, die werden also so das Verlangen nach diesen Dingen haben. Die darum, ja, nicht beneiden, aber so in diese Richtung, ja. So, das heißt, wenn wir gegenseitig für Allah lieben, Alhamdulillah, dann haben wir einen großen Lohn zu erwarten. Und vor allen Dingen, dieses Gemeinschaftsgefühl ist auch etwas, was viele Jugendliche anzieht. Ich weiß von hier ganz genau, hundertprozentig, dass man sich einfach in der Moschee wohlfühlt. Und in vielen anderen Orten, die was mit Islam zu tun haben, wo diese Muhabba untereinander, wo diese Liebe untereinander nicht vorhanden ist, man fühlt sich einfach nicht wohl. Du kommst rein, der redet über den, wer ist das, aus welchem Land kommt der? Guck mal, Alhamdulillah, hier sind wir sowas vom Bund gemixt. Afrika, Somalia, Türkei, Bosnien, Deutschland, Griechenland, Italien haben wir bestimmt auch. Auf jeden Fall, wir haben alles Mögliche hier, Alhamdulillah. Also alle möglichen Nationen haben wir hier, Alhamdulillah. Das heißt, hier ist keiner, der sagt, ja, wir sind ein Verein für Türken, oder wir sind ein Verein für Bosnier, oder ein Verein für Marokkaner, oder irgendwas. Innamal mu'minuna ikhwa. Und dadurch kriegt man schon dieses Gefühl, dass man sich wohlfühlt. Und es ist danach erleichtert, dass wir zusammenkommen. Deswegen, und wenn der Prophet, wenn Allah im Koran sagt, wir sind barmherzig untereinander, dann müssen wir unsere zweite Aufgabe ernst nehmen. Welche? Dass wir uns umschauen. Umschauen in unserer Umgebung. Was ist mit meinem Nachbarn? Was ist mit meinem Arbeitskollegen? Was ist mit den ganzen Leuten? Sogar die Kuffar, sogar die Nicht-Muslime. Dass du da hingehst und versuchst, sie mitzunehmen. Etwas von dieser Barmherzigkeit abzugeben, dass er zum Islam kommt. Oder ein Muslim, der nicht betet. Das gehört mit zur Barmherzigkeit. Dass du versuchst, jemanden einzuladen. Das ist eine wichtige Eigenschaft von den Gläubigen. Und darauf werden wir inshallah im zweiten Teil der Khutba einkommen. Weil wenn wir die Liebe füreinander haben und wenn wir die Liebe für den Islam und die Liebe für Allah haben, ja, dann muss es auch dazu führen, dass wir Taten begehen. Und Allah, der Prophet s.a.w. sagt, ثَلَاثَةٌ مَنْ وَجَدَ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِمَانِ. Drei Eigenschaften, wer die hat, der wird die Süße des Glaubens schmecken. Und die Süße des Glaubens ist besser als die Süße von Honig. Ist besser als die Süße von irgendeinem, von Süßigkeiten.
Mars, Snickers oder was weiß ich. Sondern die Süße des Glaubens ist das, was die Menschen in die Moschee bewegt. Was Menschen damals dazu bewegt hat, den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist die Süße des Glaubens, den diese Menschen gespürt haben. Was ist das? Wie kommen diese drei Eigenschaften? An yakuna Allahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Dass Allah und der Gesandte ihm lieber sind als alles andere. Du liebst den Gesandten für Allah. Der Gesandte steht von der Schöpfung über allen, außer natürlich dem Schöpfer, der ist ja keine Schöpfung. Allah steht an erster Stelle, dann kommt nichts und dann kommt der Gesandte Allahs und den Gesandten Allahs lieben wir für Allah. Weil Allah ihn liebt. Weil Allah ihn zu uns gesandt hat mit der Botschaft. Weil er ihn auserwählt hat von den Menschen. An yakuna Allahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Neben den beiden. Und dann, wa an yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Und dass er eine Person nur für Allah liebt. Schaut uns mal an. Hier sind so viele Menschen, vielleicht hättest du mit denen nie was zu tun gehabt. Nie im Leben. Vielleicht in deinem vorigen Leben, ich sage jetzt im vorigen Leben, also bevor du mit dem Islam richtig angefangen hast, jetzt nicht Reinkarnation oder so, dann hättest du wahrscheinlich nie was mit dem angehalten. Vielleicht wärst du nie mit dem zusammengekommen. Er hat ganz andere Interessen. Du warst vorher ein Nationalist gewesen, jetzt, alhamdulillah, bist du den Islam richtig praktiziert, alhamdulillah, und auf einmal ist eine Verbindung zwischen dir da. Und dann die dritte Eigenschaft, an yakra an ya'uda fil kufri ba'dan ankadahu Allahu minhu kama yakra an yukthafa fin nar. Dass er es hasst, zum Kufr zurückzukehren, genauso, nachdem Allah ihn davor gerettet hat, genauso wie er es hasst, ins Feuer hineingeschmissen zu werden. Und jetzt sehen wir auch so viele Menschen hier und deswegen schmücke dich mit deinen Eigenschaften. Beschäftige dich immer weiter, lese den Koran und du wirst diese Süße inshallah schmecken. Und glaub mir, wir haben so viele Leute hier, alhamdulillah, bei denen jetzt das Herz nur noch für diese Botschaft schlägt. Weil der Islam ist keine Nebensache, wie das in vielen Moscheen verbreitet wird. Ja, so, wir essen ein bisschen, wir treffen uns, ja, wir treffen uns mal ein bisschen, dann essen wir was, dann gibt es ein schönes Fest und das war's. Sondern Islam muss dein Leben sein. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, meine Opferung und mein Gebet und mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welten. Wa bidhalika umirtu. Und dies ist mir befohlen worden. Wa anna awwalul muslimin. Und ich bin der Erste von denen, die sich Gott ergeben. Das muss dein Motto sein. Ich bin der Erste, der anfängt. Ich bin die Erste, die Hijab trägt. Ich bin der Erste, der Bart trägt. Ich bin der Erste, der sich für diese Religion einsetzt. Subhanallah, Talha ibn Ubaidullah, radiallahu anhu. Einer der zehn Ashara Mubashira, von den zehn, denen das Paradies versprochen wurde, zu Lebzeiten. Und natürlich anderen auch noch. Aber der zu den ganz großen Gefährten gehörte. Was war mit ihm? Er ist damals in den Irak gegangen, als Händler mit 15 Jahren. Und dort hat er einen von den Leuten der Schrift getroffen. Einen Schriftgelehrten. Ja, von den Juden, der zu ihm gesagt hat, in dieser Zeit wird bei euch der letzte Prophet auftreten. Er hat gefragt, wo sind die Leute aus Mekka? Wo sind die Leute aus Mekka? Wo sind die Leute aus Mekka? Dieser Schriftgelehrte von den Ahlul Kitab. Und er hat gesagt, ich bin aus Mekka. Dann hat er ihn gefragt, ist Ahmed schon bei euch aufgetreten? Er hat gesagt, welcher Ahmed? Was Ahmed? Ja, in dieser Zeit wird bei euch der letzte Prophet auftreten. Und dann sagt er zu ihm etwas ganz Wichtiges. Und das ist ein Motto, was wir uns hinter die Ohren schmieren müssen. Egal ob Mann oder Frau. Er hat gesagt, er wird in dieser Zeit zu euch kommen und lasse, sorge dafür, dass dir keiner zuvorkommt, ihm zu folgen. Das heißt, sei der Erste, der sich diesem Propheten anschließt. Sei der Erste, der ihm folgt. Man sagt, Talha ibn Ubaidullah war der Achte, der den Islam angenommen hat, wird gesagt. Er ist nach Mekka zurückgekommen, hat direkt gefragt. Abu Bakr hat ihn eingeladen zum Islam. Und dann hat er den Islam angenommen. Der Iman kam in sein Herz. Er hat sofort losgelegt. Und sofort fing die ganze Familie an, ihn zu foltern.
Sie haben ihn mit mehreren Leuten zusammengeschlagen, 15 Jahre alt. Aber er hat die Religion nicht aufgegeben. Warum? Weil er wusste, dass dies der Schlüssel zum Paradies ist. Weil er wusste, dass dies die Wahrheit ist, weil er dahinter stand. Und deswegen sage ich zu jedem hier, sei du der Erste, der diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt. Sei du der Erste, der diese Botschaft verbreitet. Sei du der Erste, der anfängt, Bart zu tragen. Sei du die Erste, die den Hijab trägt. Sei der Erste, die Erste in allem. Sei der Erste, die Erste, die anfängt, den Koran auswendig zu lernen. Und wallahi, inshallah, was am jüngsten Tag mit den Propheten und Shuhada und den Nabiin und Siddiqin und Salihin zusammen sein. Mit dieser Eigenschaft. Und hier gibt es, und zur selben Zeit wirst du etwas bekommen, was die Süße des Glaubens ist, was dir keiner nehmen kann. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Beste in dieser Zeit, was du sowieso kriegen kannst. Viele Menschen, die streben nach Reichtum, streben nach verschiedenen Dingen, Auto, Frauen, alles Mögliche. Und sie denken, man könnte die Glücklichkeit am Kontostand messen. Aber das ist nicht der Fall. Denn wir sehen mit eigenen Augen, wir sehen Leute, die haben nichts von dieser Welt. Keinen Cent sozusagen, ja, übertrieben gesehen. Aber die sind glücklicher als der reichste Milliardär, der nur Angst hat um sein Geld. Deswegen, du willst reich werden, du hast Ziele. Glaub mir, du hast dein Reichtum direkt vor der Tür stehen. Komm in die Moschee. Du wirst einen Reichtum kriegen, der mehr wert ist als alles Geld auf der Welt. Schau dir an, wie viele arbeiten den ganzen Tag für irgendwelche Sachen, die ihnen nichts im Jenseits bringen werden. Komm hier hin. Versuche jeden Abend hier hinzukommen, mit den Brüdern zu sitzen, was vom Islam zu lernen. Und du wirst den Reichtum kriegen, der dir mehr bringt als alles andere, inshallah. جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا واستغفر لي لكم ولسائر المسلمين جزاكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله liebe Brüder und Schwestern im Islam, ich habe gerade ein Teil über die Liebe für Allah, über die Liebe für Allah gesprochen. Und worüber ich jetzt sprechen wollte, ist eine Pflicht, die wir leider in diesem Land sehr stark vernachlässigt haben. Und das ist die Angelegenheit der Dawah, beziehungsweise auch die Angelegenheit der Organisation der Dawah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, "Utu ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'idati al-hasana wa jadilhum billati hi ahsan." Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Und dieser Befehl ist nicht nur ein Befehl für eine bestimmte auserwählte Gruppe, sondern es ist ein Befehl für jeden Muslim. Denn der Prophet s.a.w. sagt, Belliru anni walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein einziger Vers ist. Und Allah berichtet im Koran auch, dass dies das beste Wort ist. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Gläubigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht im Koran ganz deutlich darauf aufmerksam, dass diejenigen, die dieses Wissen verbergen, mit dem Fluch von Allah und dem Fluch der Fluchenden zu rechnen haben. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Diejenigen, die das verschweigen, was wir herabgesandt haben, von den Aufklärungen und der Rechtleitung, nachdem wir es in dem Buch klar gemacht haben, diejenigen wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das ist keine einfache Angelegenheit, das ist eine harte Angelegenheit. Und wallahi, wirklich meine Meinung, ich glaube, viele Leute in Deutschland hat dieser Fluch getroffen. Ich glaube, viele Leute in Deutschland hat dieser Fluch getroffen. Dafür, dass du 20, 30 Jahre hier bist und hast mit keinem über den Islam gesprochen. Und schau dir das Ergebnis an. Verstehst du? Weil verschweigen ist nicht nur, ja okay, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, dann habe ich ihm nichts gesagt.
So verschweige es auch, wenn du nicht auf ihn zugehst. Weil welchen Grund soll er haben, um zu dir zu kommen und dich zu fragen? Ja, was ist Islam? Welchen Grund hat er dazu? Wenig. Und viele Leute haben hier ein Missverständnis. Viele Leute denken, es wäre genügend, und das hört man immer wieder, ja, es reicht, der gute Charakter reicht. Der gute Charakter reicht nicht. Soll ich euch sagen, warum der gute Charakter nicht reicht? Weil der Prophet, es sind zu seiner Zeit Leute zum Islam gekommen, weil sie seine Charaktereigenschaften gesehen haben. Aber zur selben Zeit wussten sie auch, wozu er aufruft. Denn seine Verkündung war öffentlich. Wenn du denkst, ja, es reicht, wenn ich nett bin zu meinem Nachbarn, ich sage, sie wollen einen Tee trinken. Dann wird er sagen, ach, der ist aber nett, der Kerl. Der hat einen leckeren Tee. Du kannst gut Tee kochen. Wie machst du denn Tee? Marokkanischer Tee? Na, oder was ist das? Was ist das für ein Tee? Aber dadurch kommt er nicht zum Islam, sondern wenn er weiß, dass was hinter der Botschaft steckt. Natürlich gehören diese guten Umgangsformen dazu, notwendigerweise. Aber das ist nicht die Dauer an sich. Und noch etwas anderes. Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja, oder zur Zeit derjenigen, die nach Indonesien gegangen sind, die vorher die Händler gewesen sind, durch deren Charakter die Menschen zum Islam gekommen sind. Diese Menschen, die mit diesen muslimischen Händlern Kontakt hatten, die hatten mit keinem anderen Muslim Kontakt. Und die haben gesagt, guck mal, dieser Muslim von seiner Umgangsform her ist super, ist wunderbar, wie er mit den Menschen umgeht. Was steckt hinter der Religion? Nur hier in Deutschland, wo Karl-Heinz und Maximilian schon mit 500 anderen Muslimen zu tun hatte, der ihn betrogen hat, der ihn bestohlen hat, der ihm seine Freundin ausgespannt hat, meinst du, da wird er denken, ach ja, der ist ein guter Mensch, weil er Muslim ist? Nee, der wird sich sagen, der ist ein guter Mensch, weil er ein guter Mensch ist, dieser Muslim, der sich gut benimmt. Aber der wird das nicht auf den Islam zurückführen, weil er da schon mit 100 Muslimen Kontakt hatte, die ihn schlecht behandelt haben. Denn die Idee hinter diesem Achlag ist ja, dass jemand den Achlag sieht und sagt sich, guck mal, jetzt müssen wir wissen, was steckt hinter dieser Religion. Nur, das wird in Deutschland nicht laufen. Es wird in Deutschland nicht laufen, weil er ist schon beim Fußballspiel damals vom Muslim zusammengeschlagen worden. Da wird er nicht sagen, ja, die Muslime sind gut wegen ihrem Charakter. Der sagt, ja, dieser Muslim ist gut, aber die anderen sind schlecht. Das wird er sagen. Das heißt, diese Wirkung ist verfehlt in Deutschland. In Deutschland ist es notwendig, dass man die Botschaft klar und deutlich rüberbringt. Aber wie? Das ist die Frage. Hat jeder von uns die Fähigkeit zu reden? Zu reden schon, also ich denke, jeder kann hier reden, keiner ist stumm. Aber wirklich zu predigen? Vor Leuten zu stehen? Okay, vor Leuten zu stehen nicht. Aber jeder sollte die Fähigkeit haben, mit jemandem über die Religion diskutieren zu können. Jeder Muslim, weil manche sagen, du musst Wissen haben, um Dawah zu machen. Das stimmt, Allah sagt im Koran, Kul hadhi sabili abtu ilallahi ala basira. Sprich, dies ist mein Weg, ruf zu Allah mit Wissen. Das stimmt. Ist richtig. Aber das heißt nicht, dass man ein Alim sein muss. Weil ansonsten können nur wenige Leute auf der Welt Dawah machen. Und in Deutschland wahrscheinlich gar keiner. Sondern, wenn du zu etwas aufrufst, musst du zu dem aufrufen, wovon du Wissen hast. Deswegen sagt der Prophet, Belliru anni walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Aya ist. Wenn du nur einen Vers weißt, nur einen Ausruf vom Propheten weißt, verkünde. Aber das, wo du nicht weißt, wo du kein tieferes Wissen hast, da sagst du, Entschuldigung, da habe ich kein Wissen von, ich will nichts Falsches erzählen. Aber es ist sowieso Pflicht für jeden Muslim, die Grundlagen seiner Religion kennenzulernen. Wer ist Allah? Wer ist der Gesandte Allahs? Was ist der Koran? Welche Eigenschaften hat dieses Buch? Welche Wunder sind in diesem Buch? Jeder Muslim hat das Pflicht, sich mit diesem Wissen zu bewaffnen, um die Religion zu verteidigen, um die Religion zu verbreiten. Das kann nicht so schwer sein, und glaubt es mir. Es gibt Leute, die sind seit ein, zwei Jahren im Islam, die können besser mit manchen Menschen diskutieren als andere, die sind seit 20 Jahren Muslim. Seit 20 Jahren am Beten. Warum? Weil der sich beschäftigt mit Wissen. Weil der sich beschäftigt mit Wissen. Aber das ist das, was die Shayatin von uns wollten. Dass wir uns nicht mit Wissen beschäftigen. Dass einfach nur ist, ja, wir gehen in die Moschee, Islam ist Privatsache. Ansonsten, komm, vergiss es. Hat nichts mit deinem restlichen Leben zu tun. Nur Moschee, beten. Dieses Verständnis sollten wir kriegen. Und dann beschäftigt man sich nicht mit Wissen.
Weil Wissen ist für dich ein Schlüssel, Wissen ist für dich Macht. Wie man sagt, Wissen ist Macht. In diesem Fall wirklich, das Wissen ist etwas, was dich nach vorne bringt. Was dir hilft in diesem Land, dass du nicht in Fehler hineinfällst. Guck dir mal an, wie viele Schubahat kommen zu dir. Wie viele Scheinargumente. Manche Leute sind vom Islam abgefallen. Warum? Weil die kein Wissen haben. Aber sind sie selber schuld, weil sie hätten Wissen kriegen können. Und deswegen, jetzt fragt man sich, okay, wie kriegt man Wissen? Schaut mal, Brüder und Schwestern. Jetzt haben wir erstmal diese Islamschule. Jetzt haben wir diese Islamschule. Ja, in Braunschweig. Wirklich, ich finde, wirklich jeder sollte daran teilnehmen. Stellt euch mal vor, wir haben in 4 Jahren 200, 300 Leute in Deutschland, die wirklich gelernt haben, mit Menschen Dawa zu machen. Die sind ja jetzt schon am Wackeln und am Zittern hier. Stell dir was mal vor. Du hast 200, 300 Leute, die irgendwo stehen können, fangen an zu predigen. Subhanallah. Das ist erstmal die erste. Und um dich selber zu schützen. Da sollte jeder daran teilnehmen. Dann, wer jung ist, wer Abitur hat. Ich gebe ihm einen Tipp. Wirklich, in dieser Zeit, dieses ist das Zeitalter vom Wissen, dass man ins Ausland geht, dort studiert. Das ist das Wichtigste. Innamal ulama warathatul anbiya. Wahrlich, die Ulama sind die Erben der Propheten. Die Ulama sind die Erben der Propheten, deswegen sollte man versuchen, ein Erbe der Propheten, alayhi salam, zu werden. Das ist eine der wichtigsten. Und dann, wenn man das nicht kann, guck mal bitte hier, wie oft hier Unterricht ist, wie oft hier eine Sitzung ist. Man kriegt so viel davon mit. Man sollte mindestens jeden Tag eine bestimmte Zeit für dieses Wissen aufwenden. Jeden Tag. Weil das ist dein Schutz. Manche Leute, die wollen gut aussehen, die spenden jeden Tag eine Stunde oder zwei fürs Fitnessstudio, weil die wollen gut aussehen. Dann müssen wir doch in der Lage sein, zumindest eine halbe oder eine Stunde für unser Akhira zu investieren. Vor allem für dieses Akhira, da brauchst du nicht unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen, dich zu duschen, ja, mit dem Auto zu fahren. Du kannst auch zu Hause etwas tun. Du meldest dich in der Islamschule beispielsweise an, gehst auf die Seite, nimmst die Ders mit. Oder die Moschee ist direkt bei dir um die Ecke, brauchst du schon nicht danach zu duschen, wenn du in der Moschee gewesen bist, wie beim Training. Oder wir haben auf der Internetseite haben wir so viele Vorträge. Ich habe jetzt mal geguckt, alleine von mir sind über 100 verschiedene Vorträge auf der Seite. So, und wenn dann einem fragst, ja, was hast du mitgenommen von dem Unterricht? Nicht viel. Dann sagt er, ja, deine Unterricht sind ja gut zur Motivation. Ach, ich glaube, du hast noch gar keinen Unterricht gesehen. Erklär mir mal Widerspruch im Koran. Erklär mal. Einmal kommt zu Mariam, kommt ein Engel, einmal kommen mehrere Engel. Widerspruch. Ja, du hast mein Video nicht gesehen, sonst würdest du wissen, was das heißt. Dann, wie kann man jemanden beweisen, der sagt, wir müssen nicht auf die Sunna hören? Hast du den Vortrag gesehen? Nee. Was können wir zu jemandem sagen, der sagt, Jesus ist Gott? Wenn er sagt, Jesus ist für die Sünden gestorben. Alles drin, alles drin. Wie erklären wir Verse wie Ar-Rahman al-Arsh istawa, der Allah hat sich wieder den Thron erhoben. Diese ganzen Sachen. Ja, Achi, das ist das Problem, weil die Leute gucken nur so 5 Minuten, gucken sich an. Ah, witzig, mashallah. Aber man muss auch weitergehen. Ja, weil ich kenne jetzt zum Beispiel manche Leute, die haben zu mir gesagt, ja, wir müssen einen Unterricht machen, der ganz strukturiert ist, ja. Wir fangen hiermit an und gehen damit über. Jetzt beispielsweise in Aachen. Okay, in Aachen, ich habe sowieso öfter gefehlt, weil ich im Urlaub gewesen bin und freitags auch woanders Unterrichte habe. Aber das Problem ist, die Leute sind gar nicht dazu in der Lage für einen strukturierten Unterricht. Nicht nur in Aachen, sondern allgemein. Die Leute sind dazu in der Lage, ja, dass du denen etwas erzählst, dann freut sich jeder. Aber ein strukturierter Unterricht von A bis Z, hier Tauhid, Fiqh und so weiter. Die Leute sind nicht in der Lage. Du machst heute einen Unterricht, da kommen 100 Mann, am nächsten Tag kommen 10. Ist nicht dazu in der Lage. Das ist das Problem. Deswegen, Brüder, wir müssen uns wirklich denken, wofür lernen wir das? Ich kenne manche Leute, die waren bei so vielen Islam-Seminaren von Awal Hussein und die hätten normalerweise, wenn die sich alles aufgeschrieben hätten, hätten die so viel mitgenommen. Aber du gehst auf die Seminare, da sitzen die Leute, alle ohne Stift, ohne Papier, die hatten nachher alles vergessen. Frage jemanden nach einem halben Jahr nochmal, was da ist. Weil es geht nicht nur darum, die schöne Atmosphäre zu genießen. Alhamdulillah, dass du die schöne Atmosphäre genießt. Alhamdulillah, kriegst du auch Hasanat für noch, inshallah. Und hast sowieso schon den Nutzen. Aber wichtiger ist, dass du das mit nach Hause nimmst. Und den Menschen erzählst, was hast du dort gelernt. Das ist viel wichtiger. Das ist wichtiger als alles andere.
Subhanallah. Ich hoffe, dass wir diese Worte mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Und dass jeder soll heute wirklich sich Gedanken machen, was kann er für die Religion tun. Wir haben auch jetzt die neue Internetseite, Einladung zu paradies.de. Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, er soll die weiter verschicken, weil wir haben jetzt die neuesten Vorträge, auch sehr, sehr wichtige Vorträge, gerade auf der ersten Seite. Und wir können immer gucken, aus welcher Stadt die Leute draufgehen, ja. Wir sehen genau, woher die Bildschirm glatt macht, fast nichts. Wollte ich schon mal so nebenbei gesagt haben, ja. Wir haben so kleine Städte irgendwo am Ende der Welt, die haben schon nie gehört. Da sind, was weiß ich, 50.000 in Bergisch Gladbach, ja, Bergisch Gladbach ist ja wesentlich kleiner als München Gladbach, und in Bergisch Gladbach war ich noch nie, Bergisch Gladbach kenne ich keinen Menschen. Da haben wir 880 Besucher. Das heißt, von 880, die Seite ist ja relativ neu, von 880 verschiedenen Rechnern ist auf die Seite gegangen worden. In Bergisch Gladbach, wo ich noch nie war, wo ich keinen, außer meine Tante wohnt in Bergisch Gladbach, aber ich kenne da keinen Muslim persönlich jetzt, mit dem ich persönlich Kontakt habe, 880 Besucher. Hier in Mönchengladbach 70 oder so. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, man muss anfangen zu verteilen. Von Frankfurt oder so brauchen wir nicht zu reden. Okay, Frankfurt ist sowieso eine viel größere Stadt. Aber trotz alledem, wir haben diese Seiten gemacht, um die Menschen einzuladen. Damit man von zu Hause Unterricht, islamischen Unterricht hören kann, sehen kann. Alle Fragen. Wir haben wirklich jetzt, Alhamdulillah, ich bin so froh, wirklich, wenn ich jetzt manchmal sehe, dass uns Leute schreiben, Alhamdulillah, MashaAllah, da schreiben uns Leute, die haben irgendeine Frage. Ja, mir hat ein Christ gesagt, so und so, im Koran ist ja dies und das. Im Koran steht ja einmal, die Erde wurde in 8 Tagen geschaffen, einmal steht da, die Erde wurde in 6 Tagen geschaffen. Kein Problem. Geh auf das Video, Widersprüche im Koran, angebliche Widersprüche im Koran. Ja, und ich habe jetzt jemanden getroffen, der hat gesagt, im Koran steht, Tibiyan li kulli shay, ist es eine Verdeutlichung der Koran für alles. Und dann hat er gesagt, seht ihr, man muss der Sunna gar nicht folgen, denn der Koran steht ja schon alles. Geh auf das Video, Autorität der Sunna. Alhamdulillah. Sagt jemand, ja, warum darf die Frau der Mann 4 Frauen heiraten? Die Frau aber nur einen Mann? Geh auf Video, die Frau im Islam, ist alles beantwortet. Alhamdulillah, da freue ich mich richtig drüber. Ja, nur wichtiger ist noch, dass man es nutzt. Weil es nutzt nichts, wenn sich einer das anguckt, aha, Pierre Vogel hat dir einen Witz gerissen, und alle lachen, sondern wichtig ist, dass man das auch aufnimmt und weitermacht. Ja, möge Allah uns beschützen, möge Allah uns dagegen machen, die Religion nach vorne tragen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma aizz al-islam wal-muslimin, waqtul shirk wal-mushrikin, wad-dammi adda'aka adda'adin. Ich sage diese Worte, bitte Allah nochmal für uns alle um Vergebung. Möge er uns segnen, möge er uns festigen und möge er uns zu Dingen machen, die Dauer nach vorne bringen. Und was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, es wird jetzt viel erzählt von Fest hier, Fest Rajab, Fest dies, Fest das und verschiedene Tage, wo man so und so oft Kulhu Allahu Ahad sagen soll und wo man fasten soll und so weiter und so fort. Das hat alles keine Grundlage in der Sunna, ist alles erfunden. Hat keine Grundlage. Das, was Grundlage hat, ist das, was der Prophet uns gezeigt hat. Das ist die beste Rechtleitung. Montags, donnerstags fasten oder alle 2 Tage fasten. Ja, und wenn man dieses Sunnan praktiziert, da braucht man das andere nicht zu machen, weil das andere ist alles von den Märchenerzählern rübergekommen. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Bitte, Ikram.